So, joa, wir sind aber wieder dabei. Let's play Phoenix Wright Ace Attorney. Ace Attorney, ich weiß gar nicht, wie ich es immer aussprechen soll. Ich tue es immer irgendwie verschieden, glaube ich. Es ist halt jetzt der letzte Prozesstag, der letzte Prozess überhaupt in diesem Fall. Und wir werden gern mal so richtig angambeln, angernten, ins Gefängnis gernten, whatever. Wir werden auf jeden Fall. Wir werden beweisen, dass er schuldig ist und nicht Lana. Das werden wir tun. Naja gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an. 25. Februar, 12:06 Uhr. Bezirksgericht. Angeklagtenzimmer Nummer 2. Tut mir leid, Edros. Ich wollte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist mein Problem, nicht Ihres. Ich hoffe, ich störe nicht, Jungs. Oh, anscheinend doch. Ich komme später wieder. Oh, Inspektor Gumshoe, was gibt's? Sie haben vielleicht Nerven, Junge, einen Inspektor im Dienst so herumzuscheuchen. Und dann bestellen Sie mich auch noch her. Was sind das denn für Grabes... Was? Und dann bestellen Sie mich auch noch her. Was sind denn das für Grabesminen? Ich denke, es ist Lana, für die. Ich denke, es ist Lana, für die sie Aufträge erledigen. Ich sag's Ihnen. Irgendwie bin ich gerade verwirrt. Ich sag's Ihnen, das war das letzte Mal, Junge. Hier. Sie bat mich, Ihnen das zu geben, falls der Prozess heute unterbrochen wird. Beweisrecht? Er sprach erst neulich davon. Sie sollten die zwei Regeln des Beweisrechts kennen. Oh Gott. Moment, nochmal ein bisschen mehr Edgeworth-like. Sie sollten die beiden Regeln des Beweisrechts kennen. Regel 1. Kein Beweis soll ohne Genehmigung der Polizei vorgelegt werden. Stimmt das ja, Wright? Sieht so aus. Wirklich? Sie hätten das Beweisrecht besser studieren sollen. Ernsthaft, Phoenix, Mensch. Trottel. Die Generalstaatsanwältin möchte, dass ich Ihnen eine Nachricht überbringe. Eine Nachricht? Sie sagte, wenn Sie es mit ihm aufnehmen wollen, brauchen Sie dieses Buch. Ihm? Ich glaube, ich sollte das Buch genau durchlesen. Du weißt recht sicher in die Tasche verstaut. Ja, super. Lesen. Huhu. Ich glaube allerdings nicht, dass Ihnen das Buch jetzt etwas nützen wird. Alles, was jetzt noch bleibt, ist die Verurteilung der Generalstaatsanwältin. Da liegen Sie aber falsch, Inspektor. Hä? Haben Sie es immer noch nicht verstanden? Warum ich immer noch im Stuhl des Staatsanwalts sitze? Trotz aller Anschuldigungen, die mir an den Kopf geworfen wurden? Herr Edgeworth! Der eigentliche Prozess hat noch gar nicht begonnen. Was? Aber was können wir denn noch tun? Ihre Glaubwürdigkeit ist dahin, wegen falscher Beweise, von denen Sie nichts wussten. Emma Skye fand heraus, dass sie unabsichtlich einen Mann getötet hatte. Und jetzt erzählen Sie mir, Sie wollen noch mehr? Sie wollen mich wohl veräppeln, Junge! Sie haben noch nicht verstanden, Inspektor. Lana hat Inspektor Goodman nicht umgebracht. Sie hat nur ein Messer in die Leiche gestoßen. Das heißt, der wirkliche Mörder läuft noch rum. Was? Wir werden ihn entlarven. Egal was es kostet. Dieser Fall hat zu viele Menschen verletzt. Er muss beendet werden. Ja. 25. Februar, 12:52 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Immer dieses Nummer 9, das verwirrt mich irgendwie, weiß auch nicht. Das Gericht versammelt sich erneut zur Verhandlung des Falls Lana Skye. Herr Edgeworth. Ja, euer Ehren. Der Anhörungsausschuss wird Ihnen, nee, Moment, ich bin ein bisschen verwirrt. Der Anhörungsausschuss wird eine harte Strafe für Ihr Vorgehen verhängen. Vielen Dank für diese Information, euer Ehren. Ja, nun, normalerweise ruft die Anklage jetzt einen Zeugen auf. Aber, es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Sehen Sie, es wird angenommen, dass Herr Edgeworth vielleicht eine,
Abmachung getroffen hat? Sie denken also, ich könnte die Zeugen beeinflusst haben. Das habe ich nicht gesagt. Es ist nur, verstehen Sie, die Gerüchteküche brodelt und... Nun gut, euer Ehren. Ich habe eine Lösung. Eine Lösung? Wenn dem so ist, erteilt die Anklage der Verteidigung die Erlaubnis, weitere Zeugen aufzurufen. Was? Ich will aber nicht. Wie bitte? Aber das hat es ja noch nie gegeben. Es ist unbestreitbar eine ungewöhnliche Regelung, aber eine sehr effektive. Das würde beweisen, dass ich keine Abmachung mit Zeugen getroffen habe. Nun ja, Wright, was sagen Sie dazu? Unglaublich. Etrus hat einen Weg gefunden, den Prozess fortzusetzen. Sehr gut. Die Verteidigung nimmt das Angebot der Anklage an. Ja. Oh Mann. Dann sei es so. Die Verteidigung möge nun den nächsten Zeugen aufrufen. Herr Wright. Wissen Sie, dass das Ihre letzte Chance ist? Wenn Sie den falschen Zeugen aufrufen, ist der Prozess so gut wie vorbei. Die Verteidigung ruft. Zeit ist reif für den wirklichen Mörder. Okay, dann weiß ich, wen ich aufrufen muss. Ich dachte jetzt schon so, ja, such dir mal einen der Leute hier aus. Du kannst echt alle nehmen, nur einer ist richtig. Dann lass uns ein bisschen... Nein, wir nehmen den richtigen. Wir nehmen... Damn, Gernd, Alter, 65. What the fuck, der ist 65? Schlecht männlich. Bezirkschef der Polizei. Er mag nicht so aussehen, aber er ist der Boss des Reviers. Er sieht eher aus wie... Weiß ich nicht. Pinkbrille. Pinkbrille Gernd. Nenne ich den jetzt. Obwohl er eigentlich wirklich den Namen Damon echt verdient. Naja, bitte sehr, komm. Damon Gernd. Die Verteidigung ruft Damon Gernd in den Zeugenstand. Damon Gernd? Was hat er mit all dem zu tun? Als Partner der Angeklagten vor 2 Jahren weiß Herr Gernd aus erster Hand über das Verbrechen Bescheid. Ich denke, wir sollten uns anhören, was er darüber zu sagen hat. Was für ein Glück, dass er noch im Gericht ist. Es ist außerdem sehr unwahrscheinlich, dass ich ihn manipuliert haben könnte. Stimmen Sie dem zu, euer Ehren? Das ist wahr. Nun gut, Gerichtsdiener, bringen Sie bitte Herr Gernd in den Zeugenstand. Oh je, jetzt kommt das echt ein bisschen blöd mit der Stimme, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kriege Gernd und den Richter nie so richtig auseinander. Und ab und zu ist auch Gamschu ein bisschen ähnlich wie der Richter. Obwohl ich mich bemühe, das echt auseinander zu erhalten, aber es ist halt nicht so leicht. Naja. Zeuge, bitte nennen Sie Ihren Namen und Beruf. Was soll das? Ist das ein Scherz? Ich wollte gerade essen gehen. Ich glaube, so geht das eigentlich. Ihren Namen und Beruf, bitte. Was Sie? Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ihren Namen und Beruf. Also, Sie wollen es auf die harte Tour, ja? Bitte, Herr Gernd! Gut. Mein Name ist Damon Gernd. Ich bin der derzeitige Polizeichef. Gut, Polizeichef Gernd. Das Gericht würde gerne Ihre Aussage hören. Oh, Righto, was soll dieses grimmige Gesicht? Lassen Sie uns erst den Fall SL9 aufklären. Oh, Sie meinen als Lanas Schwester diesen Staatsanwalt umbrachte? What? Alter! Er sagt das einfach so. Persönlich glaube ich, dass doch schon alles klar ist. Es gibt immer noch einige Ungereimtheiten. Oh, welche zum Beispiel? Zum Beispiel die Rolle, die Sie dabei gespielt haben. Mein Sohn. Entweder sind Sie sehr mutig oder sehr unklug. Ist Ihnen klar, dass ein Polizeichef alle Möglichkeiten... Oh, nochmal. Ist es Ihnen klar, dass ein Polizeichef alle möglichen Waffen zur Verfügung hat? Waffen? Sicher. Meine Aussage zum Beispiel. Ich muss...